Es hätte so schön werden können. Blauer Himmel über der Arena, die Zuschauerränge bis auf den letzten Platz besetzt, das Medieninteresse riesig und die Spieler gut drauf. Beste Voraussetzung also für einen tollen Handballabend auf der Aschersleber Herrenbreite beim Open-Air-Spiel des SC Magdeburg gegen die Füchse aus Berlin. Doch dann, in der 12. Minute, beim Stand von 4:4, Spielunterbrechung, Verletzungsgefahr. Der Oberbürgermeister erläutert. Und es gab ja bei den meisten die Sorge, auch in den letzten Wochen, was passiert eigentlich beim Regen. Und das Faszinierende an diesem Boden ist, dass er sozusagen noch bewässert ist, bei weitem weniger rutscht als jetzt, wo so trocken ist. Also begann man kurzerhand die erstmals eingesetzten Bodenplatten zu bewässern und die Spieler beider Mannschaften namens locker. Doch der Erfolg der Aktion blieb aus, man einigte sich auf ein 7-Meter-Duell, welches unentschieden ausging. Was blieb, ist das Versprechen, das Spiel nachzuholen, viel Applaus für die Organisatoren und ein prima Publikum und eine Menge Zeit für die Fans, ihren Stars einmal ganz nah zu sein.